Ja, was mag mein Papagei? Das fragen sich natürlich immer alle. Und ich kann euch so viel sagen, was ich gelernt habe. Also ich habe hier ja auch für meine Papageien hier, wo sie hier drinnen sind, Johannisbeeren, ach, ich weiß hier gar nicht, was hier alles bin. Stachelbeeren sind hier, Kirschen habe ich da und ach, alles Mögliche, wo sie dran naschen kann. Und wenn ihr Otto kennt, ne, Otto, du bist da, da bist du. Habt es euch vielleicht schon mal aufgefallen, wenn ich die gefilmt habe beim Essen, dass Otto nichts mit seinem Fuß festhält? Also er sitzt immer am Rand. Ja, jetzt ist hier nur gequietsche, ne? Er sitzt nur am Rand und ja, frisst das mit dem Schnabel, aber er hält nichts mit dem Fuß fest. So, jetzt ist ja wieder die Zeit gekommen, wo wir aus dem Garten was holen. Also meine Mutter hat sich hier einen Garten angelegt und da hat sie alles Mögliche angepflanzt. Möhren eben, Radieschen, alles was es so gibt und unter anderem auch Erbsen. Wie gesagt, wenn Otto was isst, auch wenn er Zuckermais isst, den er unwahrscheinlich gerne isst, nimmt er den nur in den Schnabel, lässt ihn wieder fallen. Er hält nichts mit dem Fuß fest. So, und jetzt komme ich hier mit diesen Erbsen und ihr werdet sehen auf einmal, Otto ist gar nicht, was man irgendwie denkt, was weiß ich, dass er das nicht festhalten kann. Otto ist im Prinzip einfach nur faul, was zu festhalten. So, jetzt geben wir nämlich mal die Erbsen, weil da, ja, hallo, weil da stehen die nämlich total drauf. So, Otto, eine Erbse für dich. Und eine Erbse für Kalisi. Und siehe da, wie von Geisterhand oh, so lecker ist das, ne? Ja, das geht aber zack, zack, sag mal. So, mal gucken, ob Otto auch gleich. Ich sag euch, die Erbsen sind aber auch mega lecker. Ich mag die auch sehr gerne. Gestern konnte auch Otto wunderbar die Schale drehen, dass er dann auf der anderen Seite angefasst hatte, so wie Kalisi jetzt eben gerade, und dann da gegessen hat. Also kann man wohl sagen, manchmal stellen sich Papagei irgendwie einfach nur an und sie können es. So lecker ist das, Otto. Ja, kann ich hier. Ich habe jetzt keine mehr. Muss ich erst in den Garten gehen? Bis am letzten hat er angepackt. Und da, zack. Er kann, weiß, er muss es in den Schnabel nehmen und dann nochmal mit dem Fuß nachfassen. Und dann kann er die andere Seite öffnen. Also es gibt für alles anscheinend ein besonderes Leckerli. Sei es Gemüse oder eben Pinienkerne. Bei meine sind es eben ja, Pinienkerne und Erbsen. Ja, wollte ich nur mal so zeigen, damit ihr wisst, da geht was, ne, Kalisi? Ciao!